Ha? Sehr schön. Wieder ein Drehrad. Ein Ventil hier. Ah. Sehr schön. Das ging besser. Ach, hier hinten. Oder da? Ich gehe mal kurz... Boah, ich schwimme mal hier lang. Da ist auch wieder was. Kann ich drehen. Und da drüben? Da auch. Da kann ich jetzt also nochmal zweimal am Rad drehen, oder wie? Da auch. Da oben ist ein Brot. Ein blau leuchtendes Brot. Sehr schön. Ich dreh mal hier. Mal gucken. Ah, unter Wasser geht das nicht so gut. Tatsächlich. Aber ein bisschen dreht sich schon. Frage ist, wie weit? Also nach links geht's gar nicht. Das blockiert. Ja, dann so. Immerhin ist die Chance auf ein Brot gestiegen. Aber noch nicht ganz. Das reicht noch nicht. Dann jetzt hier. Das klingt immer, wenn das Wasser hier steigt, als ob gleich irgendwas total Dramatisches passiert. So, das Brot möchte ich bitte haben. Da müsste ich jetzt ja schon rankommen. Warum ist es eigentlich so blau? So, ein so ein Rädchen habe ich doch noch gesehen. Ein Rädchen gibt es noch irgendwo. Auf der anderen Seite. So, Moment. Runter, runter, runter. Da. Dreh. Nein. Ach, blöd gegriffen. Bisschen so. Dreh es. Hä, doch in die andere Richtung? Nee. Das lässt sich schon wieder so doof drehen hier, das... Jetzt. Okay, man muss wirklich schauen, wie man das anknabbert. Ah ja. Aber reicht das jetzt? Weil irgendwie... ist hier noch nicht alles geflutet. Das ist nicht genug. Da fehlt noch was. Das muss noch eins höher gehen, oder? Es sei denn, ich muss in eine andere Richtung. Kann ja auch sein. Oder hier irgendwo. Ah, hier geht's nicht lang. Das reicht hier alles noch nicht. Da habe ich gedreht. Hier habe ich doch überall gedreht, oder? Ist hier noch was zum Drehen? Hier ist gar nichts weiter gewesen. Hier doch, da habe ich dran gedreht. Irgendwo muss noch ein Rädchen sein. Oder irgendwas anderes, wo ich noch was bewegen kann. So, hier in dem Raum habe ich drei oder, nee, zwei gedreht. Aber das reicht nicht.
Fürs Brot hat's gereicht, aber für mehr nicht. Schön. Hier noch irgendwas? Ist das irgendeine Apparatur? Nee. Das ist alles erledigt. Das leuchtet auch. Das auch. Ah, dahinter? Aber das verbindet ja auch nur die Wege, also irgendwie. Ja, auch nichts Neues. Die Türen kriege ich bestimmt immer noch nicht auf, oder? Nee. Muss ich wieder irgendwo rüberspringen, was wieder nicht klappt? Hier muss bestimmt noch was sein. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Oder... Wobei. Da muss ich rüber. Guck mal, da drüben ist ja auch Wasser. Irgendwie rüberspringen. Na dann. Okay. Kann ich hier irgendwie was machen? Moment. Hier? Oh. Gut, die kann ich nicht anknabbern. Hä, nee, das ist doch der Startraum. Das ist doch... Ach, bin ich verwirrt. Bin ich endlich mal wieder verwirrt? Ich dachte, es wäre irgendein neuer Bereich, aber ist es nicht. Ist es einfach nicht. Es sah nur so anders aus. Es täuschte. Au! Och nein, nicht schon wieder! Aua! Aua, lass los, lass los! Weg mit der Spritze! Au, 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 au. Oh Gott. Und alles nochmal drehen. Oh je. Schön! Das ist ja toll. Ah, Gott. So, nein, Moment. Na, das hat nicht gereicht. Oh, jetzt dreht sich das komplett zurück. Na, ist doch klar. Dreh! Es sieht einfacher aus, als es ist. Sag's euch. So, Nummer 1. Das hört sich aber auch immer an, dann kurzzeitig, als ob da irgendeine Tür aufgehen kann. So, ich gehe jetzt hier lang. Das nächste. Einmal drehen. Nummer 2. Genau, es war der Raum mit dem Brot. Na, komm runter. Runter! Oh, meine Güte. Nee, du sollst hoch. Das dritte, dann kann ich mir jetzt das Brot holen. Okay, das habe ich tatsächlich bekommen, auch wenn ich es nicht direkt berührt habe. Schön. So, jetzt haben wir das und auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch noch eins. Die hatte ich doch vorne aber auch alle, oder nicht? Oder habe ich eins vergessen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, komm. Dreh. Dann halt hoch. Was war das? Jetzt gucken wir nochmal hier, was hier los ist.
Dann habe ich doch alle... Huch. Dann eigentlich alle gedreht. Mehr gibt's doch nicht. So. Hier komme ich nur zu der anderen Seite. Aber da ist ja auch alles gedreht. Hatte ich ja gerade. Heißt, ich gehe nochmal gucken. Aber ist eigentlich der gleiche Zustand wie vorhin, oder? Ja, das erkennt man ja auch schon hier an dem Wasserstand. Das reicht so nicht. Das reicht so irgendwie nicht. Wo ist hier noch irgendwas? Wo muss ich genau hin? Schwierig. Oh, runter. Oder in irgendeine Röhre? Irgendwas rausreißen? Ich meine, das sieht ja auch so verdächtig aus hier, ne? Als ob es da vielleicht weitergehen könnte. Aber ich kann hier nicht zugreifen. Da kann ich nichts machen. Oder hier? Aber sonst ist das auch alles immer markiert. Hm. Hier irgendwo. Ach nee, das ist ja wieder... Der Raum, das ist alles immer das Gleiche. Also das Level macht mich fertig, wenn ich euch das mal sagen darf. Das ist wirklich schwer. Ich finde das echt schwer. Hier dann irgendwie zu blicken, was man eigentlich machen muss. Oh, runter mit dir, runter. Man kann die Türen nicht öffnen. Weiß ja nicht, ob man Räder noch weiter drehen kann hier. Noch eine Runde rum. Passiert nichts. Hm. Der mittlere Weg, also... Das hilft halt auch nicht weiter. Es sind mehrere Türen halt in dem Raum, ne? Da lang. Da lang. Da, warte, Moment. Und da bin ich gerade durchgesprungen. Hm. Schwierig. Durchaus schwierig. Ich weiß ja nicht, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, wie man diese Rädchen drehen muss. Würde mich tatsächlich aber wundern, denn am Ende geht es ja nur darum, dass wir hier einfach alles mit Wasser volllaufen lassen. Hm. Versteckt sich hier irgendwo noch ein Rädchen und ich sehe es nicht zum Drehen. Quincy, sag doch auch mal was. Wo geht's hier weiter? Nüscht, nüscht. Ich will nicht schon wieder einen Checkpoint überspringen. Das ist doof. Ich würde es hier schon gerne lösen. Das Schlimme ist nur, das ist ja dann die einzige Option, wenn man wirklich nicht weiterkommt. Also klar, oder halt abseits nochmal 3 Stunden probieren. Hm. Kurz gucken. Nee. Oh, ich wollte ins Wasser. Oh Gott, nein. Boah. Ich dachte schon, das geht jetzt wieder schief.
Hier ist nichts. Also das sieht noch so ein bisschen verdächtig aus, wirklich. Ob man das hier irgendwie runterlassen könnte. Aber ich kann nicht rumkrabbeln. Ich kann nicht dran ziehen. Schwierig. Wirklich schwierig. Leuchtet das bei allen so rot hier in der Mitte? Also das wundert mich wirklich so. So sehr. Dass ich hier nicht weiterkomme. Dass ich die Tür nicht öffnen kann. Dass hier kein weiteres Ventil ist, was ich öffnen kann. Unten nicht, oben nicht. Das ist echt komisch. Das verstehe ich nicht. Das ärgert mich wirklich. Sag's euch, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Weil mir die Idee fehlt. Weil mir die auch schon bei dem Schritt davor fehlte, tatsächlich. Und ich da dann den Checkpoint übersprungen habe. Eventuell ist es ja was Ähnliches, was man machen muss. Und ich weiß halt nicht, was es dann war. Weil ich sehe tatsächlich auch kein Vorankommen. Überhaupt nicht. Versteckt sich kein Rad. Nichts. Gar nichts. Wahrscheinlich ist die Lösung am Ende total einfach, aber ja, ich komme einfach nicht drauf. Ich sehe es nicht. Ich sehe es wirklich nicht, ihr Lieben. Ich sehe es einfach nicht. Das ist sehr schräg. Kann man denn irgendwie aus dem Menü hier den nächsten Checkpoint nehmen? Ja, den kann man nehmen. Ihr Lieben, ich mache das jetzt. Es ärgert mich wirklich, aber ich sehe halt auch nicht irgendwie einen Ansatzpunkt. Ich sehe ihn einfach nicht. Tut mir leid. Ich mache das jetzt halt. Wow. Okay. Das ist ja weit weg. Das ist ja... Wahrscheinlich wurde ich dann rausgespült, ne? Wenn eins noch steigt, dann wird man rausgespült. Also ich hoffe wirklich, dass ihr das irgendwie gelöst bekommen habt. Oh, Pfütze, Pfütze. Ich würde es euch wünschen. Ich ärgere mich wirklich sehr, dass ich nicht gesehen habe, wo das weitergeht. Eieiei. Ich gucke mir das Level auch nochmal in Ruhe an. Dann... Vielleicht ist es wirklich einfacher als gedacht. Oh mein Gott. Na super. Oh oh. Oh je. Nochmal. Also das ist ja wohl schaffbar. Das ist ja jetzt nur Skill. Ab in die Pfütze. Oh Gott. Das ist eine stark befahrene Straße. Schnell rein da. Oh, der Checkpoint ist nicht mehr so weit weg. Okay. Oh, kann man hier... Kann man durch? Moment. Komme ich jetzt hier bei dem Checkpoint raus? Ja. Praktisch. Das ist ja praktisch. Da drüben ist der nächste. Oh Gott, nein. Ist klar.
Schnell. Einer. Oh Gott. Ach Gott. Ja, ich habe das auch zu spät gesehen, dass ich da hätte rechts lang gemusst. Naja. Dafür jetzt. Boah, was ein Wetter auch hier, ne? Eieieiei. Glück gehabt. Darüber. Los! Yay. Schön im Straßengraben. Oh, da ist wieder ein Rohr. Da komme ich durch, oder? Nein? Doch. Wollte schon sagen, ich habe doch die Blümchen erkannt. Was los? Oh, wartet mal. Ja, wobei, ich gehe erstmal hier lang. Nein! Nicht hier richtig? Nee. Hä? Doch? Bin mir gerade nicht so sicher. Au, 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 au. Aber ich habe den Checkpoint gekriegt. Oh, da kann man sich immer voll verlaufen oder verschwimmen. Ach nee, hier ist ein Stein. Da kann man sich nicht verschwimmen. Sackgasse. Dann wieder durch. Dann kurz rechts lang. Stimmt darüber, oder? Zur Tankstelle. Warum sieht die eigentlich so mitgenommen aus? Eieieiei. Oh, komm, komm, komm. Nein, 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 rüber ins Wasser. Haha, es hat noch gereicht. Wobei, so richtig sicher bin ich mir auch nicht. Denn eigentlich, ich bin doch von hier drüben los, oder? Ich bin doch irgendwo von da drüben weggespült worden. Wartet mal, ich gehe mal zurück zum Checkpoint. Hier. Nee, ich muss da lang. Anders geht's ja nicht. Ich bin ja... Oder? Ach nee! Ich bin schon richtig. Ich komme ja von der anderen Seite. Dann doch hier lang. Oh je. Mal kurz umgucken. Oh Mann. Also der Weg ist eigentlich zu weit, oder? Ah, oh, 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 oh. Zurück, 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 zurück. Boah, das ist aber schon eine Strecke. Vor allen Dingen, wenn man sieht, wie ich gerade springe. So, jetzt komm. Roll, spring, schneller. Es ist möglich, es ist möglich. Es ist möglich. Alles ist möglich, so. Jetzt darüber. Ich fühle mich eher wie so ein Frosch und nicht wie so ein Piranha hier. Boah, das ist echt heftig. Oh Gott. Oh je. Ah, there's a fish here. Oh Mann. Oh Gott. Schön. Ja, aber gut, damit ist das Level hier auch geschafft. Der Sound ist bei mir gerade noch extrem laut. Ich mache den mal für euch dann ein bisschen runter. Aber ja, Leben auf Punkt habe ich wenigstens bekommen. Ich drücke mal auf Fortsetzen. Oh. Boah, besser für die Ohren. Ihr Lieben, was ein Akt.
Das war ja wieder ein echter Akt hier heute mit Gringy in diesem Gebiet, wo man auch wieder mal nicht weiterkam. Ja, ich hoffe wirklich sehr, dass ihr das hinbekommen habt, ohne Checkpoints zu überspringen. Ich habe das jetzt zweimal gemacht. Ich ärgere mich riesig. Ich möchte wissen, wie man das hätte eigentlich lösen können. Ich habe es nicht gesehen. Ich hoffe, ihr seid da besser durchgekommen. Auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank fürs Reinschauen an euch. Bin gespannt, was dann Level 3 sagt. Hier, können wir mal ganz kurz einen Blick reinwerfen? Barnetshire Krankenhaus, dort wo Greg jetzt gelandet ist. Der Gute hatte gerade einen Autounfall, wahrscheinlich wegen uns. Er hat den Fisch gesehen. Gut, das wartet also beim nächsten Mal. Ich bin gespannt und würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinschaut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!